erstmal noch verschwinden, dann aber mit frischer Herzen. Wir werden bei Martin Wien heute Abend schon eine Entscheidung treffen, weil man kann nicht zu viele Fragezeichen hinter einer Aufstellung haben. Das ist ja in eurem Interesse. Das schaut nicht, wenn das nicht, dann schaut es noch jeder Facebook aus, noch der Tiroler Partei liegen. In alle Schichten. Jetzt sind wir schon wieder bei der Aufstellung, aber es ist ja ganz logisch. Man braucht nur den Transfer in Martin Wien ausfallen. Dann haben wir eine eingespielte Verteidigung mit den beiden Tiroler Spielern. Hannes Müller und Herrn Mann. Sollte von denen einer ausfallen? Wir sehen. Da war auch eine Lösung finden. Aber das ist ja für den Ratsmann. Ich hoffe, dass der Martin spielen kann. Der Martin Schwanz, weil er hier sitzt. Wie geht es den Prager? Bitte ihn persönlich zu fragen. Er hat seine Er hat eine Verhärtung in der Muskulatur gehabt. Der Thomas Prager spielt als ganz junger Spieler bei Herrenfing Meisterschaft und Europacup und zwar fast immer durch. Das ist für einen Spieler, das für einen jungen Spieler ist, das eine sehr große Belastung. Ist das vor allem Europacup und Meisterschaft. Der Sané Kulic im Sturm gesetzt worden, fit ist? Oder wird er jetzt Sané Kulic, das habe ich vergessen zu erwähnen, der ist heute um kurz nach 4 Uhr früh im Trainingslager der Nationalmannschaft eingetroffen. Ich habe gestern nach dem Spiel mit ihm telefoniert. Er hat wieder ein wichtiges Tor gemacht, Führungstreffer für seinen Club Sion erzielt gegen die Grasshoppers und dann letzten Endes 2:2 unentschieden gespielt. Wenn ein Spieler zwei Tage vor dem Spiel bei der Mannschaft eintrifft, noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat, muss man abhalten. Er wird heute nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern eine Regenerationstraining machen. Der Herr Eger hat mir noch erklärt, die Müdigkeit nach dem Spiel vom zweiten war am größten. Das spricht wahrscheinlich. Was hat der Herr Eger gesagt? Die Müdigkeit nach dem Spiel ist am zweiten Tag am größten. Die Müdigkeit? Die Müdigkeit! Müdigkeit! Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der Otto Rehagel hat gewisse Erfahrungen im Fußball. Wieso kann man annehmen, dass man eher den Fokus erwähnt? Das ist gar keine so schwere Höhe, wie man wieder bei der Aufstellung. Okay, Peppi, du sagst, 1-0 ist ein gutes oder sehr gutes Resultat. Nachdem du uns vorgeworfen hast, wir wünschen uns ein negatives Resultat, will ich dich jetzt in dieser Hinsicht nicht enttäuschen und eine Anschlussfrage stellen. Was ist ein schlechtes Resultat und was passiert, wenn ein schlechtes Resultat zustande kommt? Gut, ich habe zunächst einmal gesagt, ein 1:0 gegen Liechtenstein ist unser jetzige Situation ein gutes Resultat. Also ich habe nicht a priori gesagt, ein 1:0 gegen Liechtenstein ist für Österreich ein gutes Resultat. Also in der Jugend möchte ich einmal klarer ausdrücken. Was ist ein schlechtes Resultat? Wenn wir nicht gewinnen. Das ist dann ein schlechtes Resultat. Wenn wir gewinnen, gibt es noch der Match, Interviews, Pressekonferenz. Wenn wir gewinnen, werden die Fragen dementsprechend sein. Wenn wir nicht gewinnen, gibt es nach dem Spiel auch Interviews, gibt es auch eine Pressekonferenz. Die Fragen werden anders gestellt werden, die Stimmung wird auch anders sein, mir wird es schwerfallen, glücklich reinzuschauen. Okay, das ist es. Kannst du irgendeine Prognose abgeben, was passiert, wenn das Ergebnis negativ ist? Was deine Person betrifft. Man kann ja damit das Wetter für morgen vorhersagen. Ich beschäftige mich prinzipiell nicht mit solchen Dingen. Jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, dass die Mannschaft sehr gut vorbereitet ist, dass wir am Nachmittag noch ein gutes Training machen und dann
dann gilt es herauszufinden, welche Spieler stehen zur Verfügung, wie setzen wir die am besten ein, wie reagieren wir auf gewisse Situationen. Mit meinem Schiedsrichter braucht sich aber jeder beschäftigt. Ich hab gesundheitlich. Warum? Das lenkt mich doch nur ab von der eigenen Aufgabe. Die Aufgabe ist, die Mannschaft optimal vorzubereiten und das Spiel zu gewinnen. Okay, was für eine Belastung. Naja, wenn wir von uns vorankommen, muss ich irgendwas sagen. Das war jetzt erst so gut. Hat auch was gesagt, oder? Das habe ich. Nein, ich denke mal nicht. Aber ihr könnt mir sagen, was hätte es denn gern? Mag sie kommen. Wie Kontakt mit den Spielern, wenn du in Moskau bist, während der Zeit, wo ihr zusammen seid? Viel Kontakt und telefoniert ab und zu. Aber viel Kontakt, ja. Jeder Spieler ist dann im Verein natürlich, hat auch noch andere Aufgaben und so, aber man kommt bei uns schon. Zusammenzuhalten, so viel zu halten. Ja, es muss ja auch von jedem Spieler selber kommen, ob dann Interesse bestellt, ob sich interessiert hat, für was jetzt der eine oder andere im Verein oder wie er das oder das sieht. Und sicher habe ich eine Mannschaft, die da schon bereit für sind und die für sowas offen sind und die anderen. Die werden in der Hinsicht erst reiten müssen, aber die werden in der Hinsicht auch Erfahrungen haben müssen, ob sie soweit schon bereit sind. Ich kenne ja viele Spieler schon seit U16 oder U17 Nationalmannschaft. Das ist dann schon ein ganz anderes Verhältnis, wie man jetzt Spieler erst seit einem Jahr zum Beispiel kennt. Alten, feiner, kleiner Fuchs. Entwickeln sich vor einem Spiel noch sowas wie Anspannung, Nervosität.